Hallo. Ja, ich bin Helene. Ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation Deutschland. Ihr kennt uns wahrscheinlich auch schon. Und ich bin die Projektleiterin von Coding Da Vinci, dem Kulturhackathon. Betreue da auch die Kulturprojekte und wurde gebeten, heute eins vorzustellen, was noch recht neu ist, wie gesagt, für uns, aber auch, ja, in dem Sinne, dass es halt mit offenen Kulturdaten arbeitet und offene Kulturdaten sind eine recht seltene Erscheinung, leider. Aber genau, wir haben uns diesen Hackathon zusammen mit drei anderen Partnern ausgedacht oder gestartet, mit der Deutschen Digitalen Bibliothek, der Servicestelle Digitalisierung Berlin und Wikimedia Deutschland. Und haben uns das Ziel gesetzt, offene Daten im Kulturbereich zu öffnen, zusammen mit den Kulturinstitutionen aus ganz Deutschland. Und wir wollen auch schauen, okay, was kann eigentlich passieren, wenn man Daten nachnutzbar macht und zur Verfügung stellt. Und zwar so, dass Entwickler, Designer, kulturinteressierte Menschen mit diesen Daten arbeiten können. Und zwar nicht nur 24 Stunden oder 28 Stunden lang, wie es sonst bei Hackathons der Fall ist, sondern über einen langen Zeitraum. Und dieser lange Zeitraum war für uns dann 10 Wochen. Und ja, wir haben eine Auftaktveranstaltung gemacht im April und waren wahnsinnig überrascht, denn es kamen 150 Personen. Wir haben 16 Kulturinstitutionen vor Ort gehabt, die etwas über ihre Daten erzählt haben. Und letztendlich hatten wir dann eben 20 offene Datensets zur Verfügung aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und aus diesem Aprilwochenende sind wir gegangen, das waren 2 Tage, mit 26 Projektideen im Gepäck. Und danach hatten die Teams 10 Wochen, wie gesagt, Zeit, um ihre Projekte weiterzuentwickeln, um sie mit anderen Daten anzureichern und nochmal auch die Rückschleife zu haben zu den Kulturinstitutionen und nochmal Fragen zu stellen oder zu sagen, hey, also hier, was ihr hier habt, das ist irgendwie ganz komisch, wir brauchen da noch das und das und das. Ja, und das sind die Kulturinstitutionen, die mitgemacht haben, die ihre Daten beigesteuert haben. Ich finde es wichtig, die in dem Zusammenhang auch zu zeigen und zu nennen, weil es halt wirklich ja nicht einfach ist, diese Daten aus den Institutionen zu bekommen. Und hier seht ihr auch die Bandbreite. Also wir haben aus dem naturwissenschaftlichen Bereich das Museum für Naturkunde Berlin. Wir haben aber auch was aus der ja, modernen Kunst, bildenden Kunst, Daten mit der Berlinischen Galerie, aber auch einige Forschungsinitiativen und Projekte, Georg-Eckert-Institut. Und welche Daten wurden denn eigentlich beigetragen? Also unterschiedlich. Wir hatten über die API der Deutschen Digitalen Bibliothek Haufen von Metadaten. Wir hatten aber auch Bilder, Fotografien vom Ostberliner Fotoarchiv. Das ist ein Stück Stadtgeschichte, das Berlin dokumentiert und Straßenzüge dokumentiert, eben fotografisch. Wir hatten aber auch vom Naturkundemuseum Audio-File zur Verfügung gestellt bekommen. Vielleicht kennt ihr das Tierstimmenarchiv, ein sehr umfangreiches Archiv, was das Museum für Naturkunde seit Jahrhunderten pflegt und hegt. Und wir haben nicht das ganze Archiv bekommen, allerdings einen Teil davon, was halt sehr erfreulich ist. Und da waren Karten auch dabei vom Georg-Eckert-Institut für Schulbuchforschung und noch Videomaterial vom Ethnologischen Museum zu Musikinstrumenten weltweit. Also wir hatten wirklich einen schönen bunten Blumenstrauß, wenn man so will, an Daten und haben halt den Begriff Kultur jetzt nicht spezifisch eingeschränkt und haben jetzt gesagt, okay, Kultur ist für uns nur das und wir wollen nur die und die Daten, sondern das war ganz offen. Die Daten könnt ihr auch bei uns auf der Webseite sehen, codingdavinci.de/daten. Da ist auch nochmal eine Kurzbeschreibung und ja, die Menge und so weiter. Lizenzen natürlich, wir verwenden nur offene Lizenzen. Und wie gesagt, also wir befinden uns jetzt gerade in der letzten Woche dieses Sprints, dieser 10 Wochen Arbeitsphase
Und welche Projekte wurden denn überhaupt entwickelt? Also wir haben sie im Hackdash zusammengetragen und alles reingeworfen, was sozusagen in unseren Kopf kam, was man hätte mit den Daten machen können und letztendlich auch gemacht hat. Also von diesen 26 Projekten haben wir 17, die tatsächlich auch durchgehalten haben und ja, ganz unterschiedlich sind. Also wir haben Webseiten wie zum Beispiel Mnemosyne. Das ist eine Webseite, auf der der Nutzer Kulturgut entdecken kann, ohne dass man jetzt ganz genau weiß, wonach man sucht, was halt auch sehr schön ist. Dann haben wir aber auch ein Hardware-Projekt Cyber Beetle. Das funktioniert mittels Arduino und kann auf seine Umwelt reagieren. Auch sehr schön, da bin ich auch sehr gespannt, was letztendlich dabei rauskommt. Und wir haben natürlich auch Mobile Apps, also Bestimmungsschlüssel ist eine Mobile App, wo man dann den Buntschwanzfinken bestimmen kann. Habe ich mir jetzt ausgedacht, den Namen. Den gibt es wahrscheinlich nicht, den Vogel. Aber ja, genau. Und diese 17 Projekte, die präsentieren sich dann letztendlich diesen Sonntag. Da ist bei uns ganz große Premiere mit 17 Kulturdaten, offene Kulturdatenprojekte ab 10.30 Uhr im Jüdischen Museum Berlin mit Kaffee. Und genau, anschließend dann Preisverleihung und ich hoffe, ihr nehmt euch Zeit und kommt vorbei und guckt euch das an. Und was noch sehr, sehr schön ist, wir planen das Projekt auch 2015 weiterzuführen mit noch mehr Daten, noch mehr Institutionen und hoffentlich auch noch mehr Teilnehmern. Und ja, wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Eine Sache nochmal nebenbei, und zwar seht ihr auf jeden Fall hier, da und hier vorne und da vorne auch nochmal Flyer liegen von unserem ja, Open Knowledge Festival. Und zwar, das ist das internationale Festival, was jetzt in Berlin stattfindet, 15. bis 17. Juli. Auch eine sehr schöne Adresse für alle Open Data Enthusiasten und Leute, die gerne was machen und schaffen wollen. Und dort haben wir halt auch unterschiedliche Themen, also Open Government, Open Cultural Data, also alles Mögliche, was man sich halt unter Open vorstellen kann, findet ihr dort. Es gibt noch Tickets, also meldet euch an und ansonsten stellt mir Fragen, schreibt mir E-Mails und pingt mich an und ja, vielen Dank. Gibt es irgendwelche Fragen zum Open Data oder zu Coding Da Vinci? Open Knowledge, entschuldigung.